ist der Mondtransit. Wir haben ab morgen, 7.10. um 5.42 Uhr bis Mittwoch, den 9. Oktober um 18.05 Uhr, wir haben den Mond im Sternzeichen Wassermann. Mit dem Mond in diesem Zeichen hat man das Bedürfnis, etwas Neues zu erfahren, mit der Routine zu brechen, neue Dinge sehen, neue Dinge erleben. Im Laufe dieses Transits ergeben sich Gruppensituationen, welche das Hauptthema dieser Zeit sein werden. Diese Gruppensituationen können innerhalb der Familie geschehen, dass man gemeinsam etwas Neues unternimmt, oder man kann auch mit Freunden wieder Kontakt knüpfen. Das kann auch eine Möglichkeit sein. Die Stimmung, welche wir mit diesem Mond erfahren, ist freundlich, aber auch wechselhaft. Am Montag sollte man bereit für Überraschungen sein, vor allem wenn man einen Termin für diesen Tag hat. Es wird etwas Unerwartetes auftauchen, denn wir haben zwei Quadraturen zwischen Mond und Uranus, Mond und Merkur. Darüber hinaus kann auch geschehen, dass man eine Benachrichtigung bekommt, welche aufregend sein wird. Diese Benachrichtigung kann per SMS, per E-Mail oder durch ein Telefonat erfolgen. Das ist der Mondtransit im Sternzeichen Wassermann.